Die Platanenallee. Die Platanenallee verläuft am majestätischen Schloss Visconteo entlang, das auf das Jahr 1377 zurückgeht. Die Überlieferung besagt, dass die Allee von Napoleon gepflanzt wurde. Andere erzählen, dass Napoleon den Schatten einer Platane, die bereits vor der Burg stand, genoss und dass er aus diesem Grund eine ganze Allee pflanzen wollte. Hier handelte es sich auf jeden Fall um eine Allee aus der französischen Zeit, die aus riesigen Platanen besteht, etwas über 200 Jahre alt, die jetzt von Alter gezeichnet sind. Viele sind in der Tat hohl. Um eine Vorstellung von ihrer Größe zu geben, ist die bedeutendste Platane 15 Meter hoch und hatte einen Umfang von 5,4 Metern. Heute stehen diese Platanen unter der Aufsicht historischer Umweltgüter.